Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück in Cities Skylines Green Cities, der neuen Staffel hier zurück aus dem Hause Morlelord Design 2.0. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich müsste eventuell mal die Ampel hier wegschrauben. Ich glaube, die könnte ein bisschen nerven. Daher der Verkehr halt hier immer zum Stillstand kommen. Da, wegen der Ampel mache ich hier auch mal weg. Ich mache hier einfach mal generell die ganzen Ampeln weg. Ich glaube, die nerven hier dennoch sehr stark. Bin mal gespannt, wie sich da dann alles entwickeln wird, wenn die Ampeln weggeschossen sind und nicht mehr da sind. So, genau. Und ich habe es auch wieder des Längeren nicht mehr aufgenommen. Sieht es gar nicht, lag daran, dass ich in den Ferien übers Wochenende nicht da war. Das heißt, da konnte ich keine Folgen mehr vorproduzieren. Ich hatte noch so, ich glaube, ein paar Folgen, zwei, drei Stück auf Vorrat. Kamen aber dann alle auch in den Ferien jetzt raus und so. Und jetzt bin ich halt wieder dabei, live aufzunehmen. Das heißt, die Folge habe ich, glaube ich, vor zwei Tagen oder vor einem Tag aufgenommen oder genau heute aufgenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich die jetzt rausschmeißen werde. Aber wenn ich sie rausschmeißen werde, dann liegt es daran, dass ich, ja, die aufgenommen habe und fertig gerendert habe. Das ist einfach so ein ganz einfaches Ding, was man halt sozusagen macht, wenn man eine Folge produziert. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich so sagen soll. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder ein bisschen unsicher bin, was ich jetzt sagen soll, weil ich habe wieder überhaupt keine Ahnung. Und ja, wird mal wieder richtig geil und richtig spannend. Bin ich selber auch gespannt darauf, wie geil ich jetzt wieder die Folge hier moderiere, wie geil ich jetzt wieder mache. Wird bestimmt wieder ein wunderschönes Highlight werden, was ihr jetzt mit mir mitverfolgen könnt hier in dieser Folge. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und ich habe mal geschaut, ich könnte eventuell diesen Fluss, ich habe mir vielleicht überlegt, den Fluss umzuleiten. Klingt jetzt erstmal ein bisschen, wo will er denn den bestimmt hinleiten? Vielleicht, ja, keine Ahnung. Also ich habe mir halt überlegt, den Fluss statt hier rumzuführen, daher wir hier sowieso den Fluss ja unterbrechen und hier kein Wasser mehr entlang fließt und wir hier sowieso das Wasser rausschaufeln, habe ich mir eventuell überlegt, dass wir vielleicht den Fluss hier in das, also durch das Tal, ich bin mir nicht sicher, ob das hier jetzt so ein Tal ist, weil es ist ja eigentlich generell flach und hier ist eigentlich auch flach, ist eigentlich nicht bergig, dass wir den Fluss vielleicht hier umleiten könnten, also hier rüber. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das so funktionieren wird, wie ich mir das jetzt mal vorgestellt habe. Wir können es natürlich mal ausprobieren, aber ihr wisst ja ganz genau, wenn wir etwas machen, was mit Erde zu tun hat, dann kostet es Unmengen, tausende Unmengen Kubikdollar von Geld. Es kostet so unendlich viel. Vielleicht werde ich es dann sogar mit dem, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier ist ein bisschen Stau. Aber auch nur geringfügig. Nein, hier ist auch kein Stau. Also ich sehe hier überhaupt keinen Stau. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte vielleicht auch ein Fehler gewesen sein. Hier hinten in die Ecke. Ja. Industrie reinzubauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Straßen hier, der Verkehr, wird es nicht lange aushalten. Weil wir haben ja schon hier die fetten Straßen gebaut, gell? Hier ist so ein Straßen-Upgrade gemacht. Es könnte eventuell was Gutes bedeuten. Da haben wir ja jetzt hier, was weiß ich, sechsspurig haben, oder? Zwölfspurig, also zwölfspurige Straßen. Hin und zurück insgesamt, 12 Spuren. Müsste es ja eigentlich schon gut sein. Vor allem, ich hoffe mal, dass sie wirklich auch alle Straßen hier benutzen. Weil ihr wisst ja selber, wie das so ist hier in City Skylines. Da baut man was und dann, zack, benutzt der ganze Verkehr der ganzen Welt nur eine Straße. Was ist hier wieder los? Ach so, deswegen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Kann man die nicht umleiten lassen? Die können doch eigentlich auch hier. Nee, ah. Oh, ja, gut. Warum ist da eigentlich, weil das ist für die auch zu lang. Okay, weißt du was? Ich mach einfach mal hier eine malspurige Straße. Vielleicht bringt das was.
Vielleicht blicken diese dann und entscheiden sich doch, um anstatt hier rumzufahren und hier überall Stau zu machen, einfach hier den vielleicht sogar kürzeren Weg zu nehmen und dann halt hier alles zu verstopfen. Das sehen wir dann. Ja. Aber genau, der Fluss hier, wenn wir das halt wirklich umbauen wollen, also den Fluss umlenken wollen, dann... Oh, wir machen Minus. Warum machen wir Minus? Ich glaube, wir brauchen mehr Industrie, oder? Ich weiß es gar nicht, wo ich mehr Industrie hinbauen. Oh, hier wollte ich doch, glaube ich, irgendwie so Forstwirtschaft machen, oder? Haben wir das Ding hier? Ich glaube, genau hier. Nee, das sind nur die Richtlinien, gell? Haben wir hier zum Beispiel... Okay, gut. Zum Beispiel, wir müssen noch eigentlich Dings haben. Hier, Naturrohstoffe, ja. Naturrohstoffe. Genau. Boah, das war eigentlich... Moment. Öl. Öl wäre eigentlich auch mal eine Idee. Öl abzubauen. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, gell? Wir bauen ja sonst immer nur die normalen... Industriedinger, aber so haben wir, glaube ich, noch nie Öl abgebaut bei mir. Hier haben wir ja die verschiedenen Sachen. Öl und so weiter kann man ja machen. Was ist das eigentlich? Freizeit? Was? Freizeit? Moment. Warte kurz, ich muss kurz mal husten. Ah, Freizeit, was? Okay, gut. Ja. Gut, keine Gewerbespezialisierung brauchen wir aktuell nicht. Aber das hier würde ich gerne mal machen. Forstindustrie könnten wir ja eventuell... Moment, haben wir eigentlich... Stimmt, da war ja was. Wir müssen ja die Städte hier noch größer ausweisen. Das heißt, die Stadt müssen wir noch anmalen. Das können wir gleich machen. Aber ich würde gerne hier... vielleicht in dem Gebiet... Forstwirtschaft machen, oder? Oder in dem Gebiet? Ja doch, ich würde gerne in diesem Gebiet hier, oder? Ich weiß nicht. Hier ist halt schon das Gebiet. Ah, egal. Dann mache ich in dem Gebiet hier Forstwirtschaft, dann ist das vom... Ach so, genau, da war ja die Grenze, deswegen ist es so gerade. Dann mache ich hier Forstindustrie, Wirtschaft und hier mache ich halt dann normale Wohngebäude, Industrie, Dingsbums, also hier Gewerbegebiet und so. Das baue ich dann dort alles hin. Dann dürfte das, glaube ich, auch passen. Aber erstmal weise ich hier weitere Gebiete aus. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, gell? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ich wollte ja eigentlich in dieser Staffel hier, in dieser Green City Staffel, so ein bisschen auf erstens das DLC eingehen, was ich auch schon so ein ganz kleines bisschen gemacht habe. So, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das schon... So ein bisschen gemacht. Ach, weißt du was? Der Fluss gehört einfach auch mal hier so ein bisschen dazu. Kann man hier nicht... Nee, kann man nicht, oder? Kann man hier... Nein. Okay, Snapping kann man nicht ausmachen. Weil manchmal snappt das Ding halt an Straßen ran. Ist halt auch nicht so ganz toll. Okay, so einmal. Dann machen wir das noch so ein bisschen größer hier. So. Und dann geht's... Oh Gott. Und dann geht's hier weiter. Okay, hier ist ja wieder normale Straße, gell? Das hier ist ja wieder die normale Straße. Ich hoffe nur... Es müsste... Doch, eigentlich schon, oder? Wenn ich jetzt ja dieses Gebiet so markiere, dann müsste eigentlich... die Industrie, die dahinter ja noch steckt, ja eigentlich immer noch so funktionieren wie davor. Also halt immer noch so die Industrie bleiben, die halt so ist, wie sie jetzt ist. Glaube ich mal. Ich hoffe mal, die bleibt so. Wenn nicht, dann wäre es doof. Aber das können wir ja beobachten. Wir sind ja vor allem schon Spezialisten da drin, Dinge zu beobachten und zu wissen, aha, da haben wir etwas vergessen. Das wissen wir natürlich. Das können wir sehr gut. So, dann können wir auch gerne das Große nehmen. Und dann hier alles so wunderschön anmalen. Schuh. So, hier auch schon. Ja, ist ja schön. So. Hier auch egal.
mal jetzt ein bisschen großzügiger. Später kann man es natürlich dann nochmal ein bisschen, wow, das war knapp, kann man es ja später nochmal ein bisschen ändern, weil hier möchte ich ja gerne das große Gebiet haben, aber ich glaube, ich mache dieses Gebiet noch bis hier vorne hin. Und weißt du was? Es werden zwei Gebiete. Es werden einfach zwei Gebiete. Dieses Gebiet hier, das Wassergebiet, ist nochmal so ein extra Gebiet mit diesem kleinen Stromgebiet. Das ist wunderschön, was ich hier gerade mache. Einfach nur brillant. So. Weil die Stadt hier bekommt dann das eigene große Gebiet hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass hier alles so weitestgehend funktioniert. Oh Gott. Okay, hier, ja. Da könnte man eigentlich so an der Straße entlang gehen. Oh, das wird es hier. Ja gut, ist noch okay. Das ist noch akzeptabel mit der Straße. Kann ich jetzt... Ah, oh, man kann sogar hier gleich auf der Autobahn weitermachen. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja mal wirklich richtig praktisch. Ich habe jetzt gedacht, man muss da auf der Straße bleiben, sonst fliegt man halt irgendwie raus oder so. Aber man kann sogar auf andere Straßen dann wechseln und das Ding snappt sich halt dann gleich ein. Das ist natürlich gut gemacht. Das finde ich wirklich gerade gut. Oh Gott, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich habe mir nämlich vorhin mal überlegt, wie lange ich noch eventuell die City Skylines Staffel weiterführen will und werde. Aber ich glaube, irgendwann mache ich dann auch mit der hier Schluss, weil aktuell habe ich... Ich habe zwar immer noch Lust aktuell, City Skylines zu machen, das ist nicht das Problem, aber irgendwann vergeht mir halt dann auch eventuell die Lust. Bei jedem Spiel kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr irgendein Spiel spielt, zum Beispiel Sea of Thieves ist ja neu rausgekommen und dann spielt ihr es halt wirklich die ganze Zeit, ein Jahr lang. Ein Jahr das Spiel. Ich weiß es gar nicht, wie lange ich das... Oh nee, nein, das hier wollte ich glaube ich nicht machen. Aber ich spiele schon glaube ich über ein Jahr oder etwa ein Jahr City Skylines und irgendwann ist halt bei mir auch die Luft raus und ich habe da halt auch relativ wenig Lust dazu, irgendwann das Ding halt weiterzuführen. Es ist zwar immer noch ein geiles Spiel, finde ich immer noch schön und so, aber irgendwann, weiß ich halt nicht. Da kriegt man doch vielleicht auch einen Kollaps. Eventuell. Also ein Kollaps jetzt nicht unbedingt, aber ich spiele es halt schon sehr ewig, wirklich ewig und wenn man es halt wirklich über ein Jahr macht, es war jetzt... Bei Minecraft kann man es natürlich auch verstehen, wenn man da das Ding halt so lange macht, weil man da halt bauen kann. Man hat so viel Abwechslung. City Skylines hat man zwar auch Abwechslung mit den DLCs. Ich habe mir zwar fast alle DLCs gekauft, also die großen, die kleinen jetzt eher nicht so. Mit dem Radiosender gab es da, glaube ich, irgendwas mit so Jazzmusik, glaube ich. Die habe ich mir jetzt nicht geholt, aber so die großen habe ich mir geholt, wie After Dark, Green Cities, Snowfall und so. Ich habe noch nicht mal die Snowfall Karte gespielt, wollte ich glaube ich auch nochmal irgendwann machen, aber ich glaube, dass ich eventuell City Skylines auch irgendwann mal sozusagen wie arg auf das Abstellgleis fahre, irgendwann, wenn halt wirklich die Luft draußen ist, aktuell noch nicht, aber irgendwann, wenn ich halt dazu auch wirklich überhaupt keine Lust mehr habe, dann schmeiße ich das Ding auch aufs Abstellgleis und werde es eventuell dann in den Streams weitermachen, das Spiel, oder aber ich mache da in den nächsten Jahren, wenn ich es halt pausiert habe, dann irgendwann später nach Monaten oder so, wenn ich halt mal wieder ein bisschen Lust dazu habe oder mal wieder richtig viel Lust dazu habe, dann werde ich es vielleicht auch mal wieder weiterführen. Vielleicht dann sogar mit der Karte hier. Vielleicht werde ich es dann auch mit der Karte hier weiterführen, weil die finde ich eigentlich aktuell wirklich gut und ich habe ja auch gesagt, ja, ich werde zu jedem DLC eine neue Staffel machen, anfangen. Ja, werde ich vielleicht machen.
dass ich auch, wenn ich es pausiert habe, dann zu der neuen Staffel, zu einem neuen DLC halt eine neue Staffel machen werde. Das werde ich dann eventuell schon machen, dass ich dann halt, je nachdem, ob jetzt ein neues DLC rauskommen wird, auch neue Staffel machen werde. Das eventuell schon, aber bis halt eine neue Staffel kommt, dauert es halt wahrscheinlich noch ein bisschen. Weil aktuell ist, glaube ich, kein neues DLC angekündigt. Glaube ich zumindest mal. Ich habe da bis jetzt noch nichts gehört. Kann natürlich auch anders sein, dass schon wieder eins in Arbeit ist, dass demnächst schon wieder eins kommt. Weißt du, es passiert eigentlich öfter so. Warte kurz. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel davon geredet habe, was ich ja gerade habe, dann ist es eigentlich oft so, dass genau danach, wenn ich dann nochmal nachschaue nach Cities Skylines, exakt danach ein DLC kam. Oder eins angekündigt wurde. Oder ich eins gelesen habe. Aha. Zack. Es kommt ein neues DLC. Oh, bin ich dabei. Das war bis jetzt oft so der Fall. Und Force Industrie wird wahrscheinlich auch öfters noch der Fall sein. So. Gut. Jetzt haben wir hier Forged Industrie. Hier haben wir ja... Was haben wir hier? Ich glaube, Bauernhöfe, gell? Hier ist ja nicht so Force Industrie, oder? Nee, hier ist ja, glaube ich, so... Oder? Warte. Ich blick's gerade nicht. Genau, Agrarindustrie ist dort. Und hier machen wir jetzt mal Force Industrie. Ich glaube, hier ist ja Forst, gell? Wald ist ja, glaube ich, Forst. Hier. Da machen wir dann Wald hin. Bin ich mal gespannt, aber zuerst müssen wir natürlich wieder die Straßen ausweisen, ne? Wie man das ja immer macht. Und natürlich, habe ich Wasser gelegt? Ja, ich habe sogar Wasser gelegt. Was für ein Zufall. So, dann machen wir das wieder ein bisschen durcheinander. Hier ein Sträßchen, dort noch ein Sträßchen, dort noch eins. Ha, das wird wieder wunderschön hier, der Fleck. Das Fleckchen Erde. Ach, wie schön. Aber wie gesagt, mit den ganzen Staffeln hier, mit den DLCs, da muss ich mal schauen, wie es hier weitergeht. Mit Cities Skylines aktuell steht noch kein Ende in Sicht. Aber es kann sich natürlich immer wieder alles ändern, je nachdem, was halt passiert. Und ob man gerade Lust hat dazu. So. Weil ich habe auch vor... Ich weiß gar nicht, wo ich Ark ja damals angefangen habe. Da hätte ich auch niemals gedacht, dass ich so lange Ark machen werde. Und ich habe tatsächlich so lange Arc gemacht und hatte es eigentlich niemals vor, oder es war nie mein Plan, so lange Arc zu machen. Und da habe ich doch so lange Arc fortgeführt, die Staffel dort. Ich habe ja, ich glaube, ich habe ja Arc Safari und so weiter gemacht. Ich wollte da so ein bisschen so ein Safari-Ding machen, hat aber nicht so ganz gut funktioniert, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Da hat mir dann wahrscheinlich doch das Umsetzungsvermögen so ein bisschen gefehlt. In der Staffel aber auch mal nett, so ein bisschen sowas zu machen. Und naja, vielleicht werde ich auch mal wieder so ein bisschen Arc anfangen, so ein bisschen in Arc reinschauen, weil es kam ja, glaube ich, auch jetzt so Pix-Arc raus. Das ist halt so Arc in Minecraft-Form. So in Blöckchen-Design und so. Und ich habe mir halt überlegt, vielleicht auch mal wieder Arc zu machen, es fortzuführen, wieder vielleicht anzufangen, reinzuschauen, was es für neue Dinos gibt und so, oder ob irgendwelche Spielemechaniken wieder anders geworden sind oder sonst irgendwas passiert ist, weil das ist ja offiziell rausgekommen und das schon länger. Und ich habe es ja davor immer in der Early Access Phase gespielt und habe es halt noch nie Let's Played. Ich so ein bisschen habe ich schon mal gespielt, als es rausgekommen ist, also wo es nicht mehr in der Early Access Phase war. Aber so ganz ausführlich habe ich Ark eigentlich noch nie gespielt. Ich habe zwar schon seit langem, aber wirklich so gut und so habe ich es eigentlich noch nie gespielt. Eigentlich noch überhaupt nicht. Und das wollte ich vielleicht mal angehen. Ich hatte ja auch die Idee, eventuell mit Valentin eine neue Staffel oder eine Staffel anzufangen. Mit Ark. Daraus wurde leider auch nichts. Leider.
Und ja. Das Gute war, dass Sea of Thieves kam, weil Sea of Thieves ist ja eigentlich auch ein schönes Spiel. Ist halt jetzt eher nicht mit Dinosaurier, aber eher mit Piraten und so, ist eigentlich auch nett gemacht, wirklich gut gemacht. Ist ja von Rare. Der Entwickler war ja, glaube ich, damals irgendwie für Nintendo zuständig, hat ja bei Nintendo irgendwas gemacht. Spieleentwickler und so. Da hat er sich ja glaube ich, abgespalten von Nintendo. Ich hoffe, das müsste eigentlich stimmen, glaube ich mal. Wenn nicht, dann könnte ich es ja auch gerne in die Kommentare schreiben und mich so ein bisschen verbessern. Und ja, so war es, glaube ich. Und nochmal Entschuldigung, falls ich mich immer noch so ein bisschen komisch anhöre, von der Nase her und so. Ich habe Heuschnupfen leider. Also Allergiker bin ich. Allergie gegen Heuschnupfen, Staub, also Hausstaub und so. Und das Blöde ist halt jetzt, wir haben Sommer. Was bedeutet das? Willkommen Hausstaub. Ich hebe dem Hausstaub, nicht dem Hausstaub, ich meine Pollen und so, ich hebe die Tür für die Pollen offen. Sie können herein. Ist halt wirklich doof, wenn man halt wirklich sowas hat. So Allergie gegen Pollen, gegen was weiß ich, Gräser und so. Ist nicht schön, muss man sagen, aber man kann dagegen eigentlich auch relativ wenig machen. Man kann natürlich so, was weiß ich, so Dings machen. Also, ja, ganz genau, so Dings. Dass man halt die Allergie so ein bisschen wegbekommt. Aber ich mag es eigentlich nicht machen. Und daher muss ich halt damit leben. Moment. Ja, die müssen auch hier rauf wieder. Oh, das wird wieder was. Das wird wieder was. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Vor allem will die Industrie jetzt hier nicht wachsen. Forstwirtschaft hier, Industrie. Industrie oder Bürogebiet hier, ja. Hier ist doch eigentlich Weidenplatz. Ach, der Maul ist da. Der Weidenplatz, was ist das? Weidenplatz? Warum muss man hier nach unten? Weidenplatz. Gefällt es hier den Leuten nicht, oder? Warte kurz, ich schaue hier nochmal nach. Hier. Hier. Irgendwie sage ich immer hier. Ich weiß nicht warum. Es muss doch eigentlich funktionieren. Also hier. Schon wieder. Können die doch eigentlich bauen. Also hier wäre es ja eigentlich noch besser gewesen. Vor allem hier. Noch besser in der Stadt. Einfach alles jetzt abreißen und neu bauen. Aber, ich weiß nicht. Hier könnten wir natürlich mal versuchen, so Öl abzugrabbeln und so. Erze. Haben wir Erze? Ah, auch in der Stadt. Also hier hätten wir Erze, aber sonst eigentlich nicht. Fruchtbares Land. Wald. Ja, doch, grün ist ja Wald. Sind eigentlich alle Bäume. Ah, alle Bäume sind grün. Und hier wäre eigentlich besseres Waldgebiet gewesen als hier. Aber hier doch eigentlich auch. Warum bauen die da nicht? Spiel läuft ja. Alles bewegt sich. Der Bahnhof hier wird eigentlich überhaupt nicht angefahren. Ach doch, der wird da schon an. Halten die eigentlich auch, oder? Ah, die halten sogar auch, okay. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Komisch. Also ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe. Falls ich irgendwas falsch gemacht habe, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber eigentlich ja nicht. Die müssten ja jetzt hier eigentlich entlang fahren können. Theoretischerweise ja schon. Aber eine Sache manchmal, hier fahren mir gerade zu viele Leute raus. Reiß hier die Straße. Oh, der Mod ist gerade neben mir, okay. Reiß mal die Straße ab und damit würde ich auch sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von City Skylines, Green Cities. Da muss ich mal schauen, ob ich jetzt hier irgendeinen Fehler reingebracht habe. Daher halt hier jetzt nichts wachsen will. Oder die Industrie braucht halt wirklich Bürogebiete und normale Industrie und jetzt nicht so solche Industrie.